Für die Bayern-Fans war ihr Manager schon vor dem Spiel der große Sieger. Obwohl die defensiv Aufgestellten von TSV 1860 München für den ersten sportlichen Knalleffekt sorgten, Mückland übte die Jubelpose, genau wie der Bayern-Brasilianer Elber das Tore-Schießen übte. Uli Hoeneß war verärgert. Das sollte sich erst in der Nachspielzeit des ersten Durchganges ändern. Nach Flanke Sagnol war es Giovane Elber, der für das 1:0 sorgte. Und die Bayern blieben auch in der zweiten Halbzeit in Jubelstimmung. Scholl auf Hasan Salihamidžić. 2:0. Leicht und locker. Der Bosnier nicht zu bremsen. Und Giovane Elber dann mit einem technischen Kabinettstückchen. Dem 3:0. Selten hat ein Stürmer so viel Platz im Strafraum. Icke Hässler konnte es genauso schön das Tore schießen. Aber der 3:1 Bayern-Sieg hat die Münchner Fußballverhältnisse wieder zurechtgerückt.